Heute möchte ich euch zeigen, wie man dem Hund beibringt, seine Pfote zu geben. Ich habe dafür leider ein halbes Jahr gebraucht, weil Grace überhaupt keine Lust hatte auf irgendwelche Tricks. Sie hat nach einem halben Jahr das selber gegeben, die Pfote, als ich gerade dabei war, ihr einen anderen Trick beizubringen. Ja, dann habe ich das natürlich sofort ausgenutzt für mich und ja, seitdem kann sie es. Seit einer Woche kann sie es. So halblinks. Sie macht das nicht immer, aber wir üben ja noch. Und wie ich das versucht habe, ihr beizubringen, wie es auch viele andere schaffen, dem Hund beizubringen, zeige ich euch jetzt. Die erste Variante ist, den Hund erstmal natürlich zu holen. Komm her, Grace. Komm her. Was sitzt? Sitzen zu lassen. Sie legt sich nämlich gerne hin. Einfach ein Leckerli in die Hand und schnuppern lassen. Der Hund wird jetzt versuchen, da ranzukommen. Klick! Und mit der Pfote die Faust ein bisschen so meistens zu buddeln oder sonst was zu machen, damit er ins Leckerli kommt. Ich mache zwischendurch immer mal ein bisschen so. Und das ist auch das Signal dafür, dass der Hund mir die Pfote geben soll, weil ich dadurch hinterher auch gut High Five oder Winken beibringen kann. Was ist? Nee, das ist Peng. Ich kann nicht! Sitz! Dann mache ich einfach so. Tick! So. Wenn der Hund das einigermaßen kann, dann kann man natürlich das Signal dafür geben. Also Pfote! 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 Tick! Seht ihr? Man kann es auch noch nicht hundertprozentig. Wir üben das erst nach dem dritten Mal. Die zweite Variante ist, ihr nehmt ein Leckerli, ihr nehmt die Pfote, tick! Und das macht ihr immer so weiter. Leckerli, Pfote, tick! Dabei könnt ihr zwischendurch, wenn ihr das so machen wollt wie ich mit diesem Signal, das wie so ein kleines Komm-Komm, dann kann man einfach Pfote nehmen, ein bisschen so wackeln, tick! So, vielleicht hat der Hund das schon verstanden. Grace! Tick! Wenn der Hund das verstanden hat, was wir machen wollen, tick! Dann sollte sie sich nicht hinlegen, aber die Pfote geben und dann kann man auch wieder das Signal dazu sagen. Ja, ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt.